Hallo ihr Lieben, euer Girls Serie. Heute zeige ich euch, wie ich persönlich Nagellack auftrage. Ich habe ganz viele Nagellacke mitgebracht. Ich werde natürlich wieder meinen Lieblingsnagellack auftragen. Ich habe den gestern runtergemacht, ein paar Reste sind hier noch drauf. Und jetzt hört wirklich zu, wenn ihr da draußen selber Nagellack auftragen wollt, dann macht es schlauer als die liebe Cecile. Denn ich habe hier noch ein bisschen Reste drauf und das ist eigentlich nicht gut. Weil ich habe das wirklich nicht weggekriegt. Gut. Also, wenn ihr wollt, dass der Nagellack lange drauf bleibt, alle Reste entfernen, am besten den Nagel noch eincremen und 2 bis 3 Tage keinen Nagellack tragen. Dann hält der Nagellack am längsten. Das Ding ist, ich habe das gestern Mittag abgemacht, also ist jetzt 24 Stunden kein Nagellack und hier sind noch Reste. Gut, ist jetzt nicht ideal, aber hey. In dem Video möchte ich euch eigentlich auch nur zeigen, wie man es aufträgt. Ich verwende hierfür meinen absoluten Lieblingsnagellack und zwar den von Nicole Diary, den pinken Glitzernagellack. Der ist so toll. Sonst mag ich generell so pink-lila Töne. Bei Fußnägeln, da experimentiere ich immer, da sind alle Farben okay, aber bei Fingernägeln bin ich sehr pingelig. Da habe ich hier noch so einen schönen lila Ton. Rot darf natürlich auch nicht fehlen, jede Frau sollte roten Nagellack haben. Ist einfach super edel auf Abendgala und auf High-Class-Events sehr gut angesehen. Und dann natürlich noch knalliges Pink und Türkis. So, da habe ich noch natürlich Topcoats, aber dazu kommen wir später. Trage jetzt erstmal den Nagellack auf. Das ist mein absoluter Lieblingsnagellack. Den trage ich eigentlich fast immer. Ich verwende auch gerne French Nails. Die habe ich natürlich auch noch, aber das wäre wieder ein anderes Video. French Nails aufzutragen ist gar nicht mal so einfach und ja, dazu kann ich ein eigenes Video machen. Aber normalen Nagellack aufzutragen ist ja nicht schwer. Selbst wenn es eilig hat, kriege ich das eigentlich immer gut hin. So. Ganz wichtig ist, wenn ihr es aufschraubt, dass ihr einmal so macht. Weil sonst kann das tropfen und dann habt ihr die Sauerei am Gange. Ich hatte das ein einziges Mal. Und zwar ist da meine Hose voll getropft. Und es geht so schwer wieder raus. Gut. Also, ich fange jetzt mal mit der linken Hand an. Das ist übrigens sehr, sehr schwer mit OBS aufzunehmen. Ich muss es ja hier oben in der Kamera halten und so lackieren wir eigentlich nicht die Nägel. Wenn ihr das besser machen wollt, Girls, dann legt die Hand am besten so auf den Tisch, weil dann ist die ruhig und ihr könnt die Nägel in aller Ruhe anmalen. Das ist doch wisst ihr so, wie wo mein kleines Girl war. Hat sich ein Malbuch gekauft und einfach Sachen ausgemalt. Fingernägel lackieren ist nichts anderes. Einfach ausmalen. Ich mache ja keine komplexen Sachen. Wenn ich natürlich zur Kosmetikerin gehe, kann ich natürlich da mir irgendwelche krassen Nägelmuster oder so drauf machen. Das kann ich persönlich nicht. Brauche ich aber auch nicht. So was will ich gar nicht haben. Gut, jetzt aber wirklich. Das ist echt eine Challenge. Aber ja, Herausforderungen nehme ich immer gerne an. Am besten ist, ihr haltet den Finger wirklich ruhig und dann fange ich immer hier in der Mitte an. In der Mitte. Und dann arbeite ich mich so nach außen. Ist echt nicht einfach. Ich mache das jetzt auch nur in einer Hand. Die andere Hand mache ich dann offscreen und zeige euch das fertige Ergebnis. Im Grunde genommen ändert sich da ja nichts. Außer, dass die rechte Hand für mich persönlich ein bisschen schwerer ist, weil ich Rechtshänderin bin. Sprich, ich muss ja dann, also ich muss die rechte Hand hier mit der linken Hand lackieren. So, jetzt ganz wichtig, weil ich sehe voll viele Girls, die Nägel nicht richtig lackieren und dann hier noch an den Kanten das nicht ausgefüllt haben. Einfach da die Haut ein bisschen wegziehen. Und schon ist das frei.
Hey, wir wollen das richtig ausmachen, auch hier. Und habt keine Angst, irgendwie an die Haut zu kommen. Einmal Hände waschen, schon ist wieder weg. Nagellack hält nur am Nagel. Deswegen heißt er auch Nagellack. Wenn das an der Haut kommt, sieht zwar ein bisschen kacki aus, aber es geht so leicht wieder ab. Also habt ihr keine Angst. Lieber an der Haut kommen, anstatt zu wenig lackieren. Hier brauche ich wieder ein bisschen Farbe. Wenn ihr merkt, hey, da kommt gar keine Farbe mehr, einfach wieder eintunken. Und dann mache ich das so. Und das wäre jetzt der erste lackierte Nagel. Das ist pinker Glitzernagellack. Aber das Glitzern ist mir jetzt wichtig. Deswegen kommt da gleich noch was drüber. Aber dazu später mehr. So, jetzt der nächste. Das ist ein bisschen blöd, weil da sind noch Reste drauf, aber okay. Der Daumen dauert natürlich am längsten, ne? Ist am meisten Fläche. Aber es sollte klar sein. Wie gesagt, am Anfang, wenn man es eintunkt, haben wir natürlich noch viel Farbe drauf. Deswegen fange ich immer in der Mitte an. Da arbeite mich nach außen. Das ist schon wieder zu wenig Farbe. Mitte anfangen und nach außen arbeiten. Ich sehe das kaum richtig, aber ich habe das schon so oft gemacht. Ich bin wieder eine Expertin da drin. Brauche schon gar nicht mehr hingucken. Ich hätte es auch mit Augenbinde machen können. Nee, aber Nägel lackieren ist wirklich nicht schwer. Zumindest wenn du nur normal die lackierst, ohne irgendwelche fancy Muster. Wie gesagt, jetzt wieder die Seiten. Das Schöne ist, wenn man viel Farbe verbraucht hat, dann ist auch nicht mehr viel drauf. Und dann kann man perfekt mit der restlichen Farbe die Kanten ausmalen. Hier ist noch ein bisschen was. Da ist natürlich jetzt schon wieder zu wenig Farbe. Und hier vergisst man auch ganz gerne mal, das auszumalen. Weil viele Girls Angst haben, an die Haut zu kommen. Aber wie gesagt, einmal Hände waschen und weg ist es. Es wäre nicht schlimm. So, auch der Nagel ist fertig. 2 von 5. Nochmal eintunken. Wie gesagt, rein. Da ist auch nicht mehr so viel drin. Ich drehe das jetzt mal. Holz raus. Einmal kurz abtupfen. Schon sind wir wieder ready. Das ist der nächste. Mitte anfangen. Und nach außen arbeiten. Ihr könnt den Nagellack auch doppelt beschichtet auftragen. Der hält es natürlich noch länger. Mache ich meistens nicht, weil ich einfach faules Girl bin. Weil wenn der Nagellack absplittert oder weg ist, trage ich es einfach neu auf. Ich mache das nicht doppelt beschichtet. Zumal ich auch noch einen Topcoat drauf mache. Das ist jetzt quasi die Base, die Basis. Und dann kommt noch ein Topcoat drauf, der quasi das Ganze abrundet und schützt. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. So, mit dem Finger bin ich noch nicht ganz zufrieden. Hier fehlt nämlich wieder dieses Eckstück. Seht ihr das? So, wieder noch ein bisschen die Mitte verstärken. Nochmal hier eine Seite. Und schon sieht das supi aus. Das ist der fertige Fingernagel. Ich möchte das nicht so in die Kamera halten, deswegen halte ich es lieber so in die Kamera. Weil sonst könnte man tatsächlich was Falsches denken. Ach, es gibt ja noch ein paar Mythen, was das Trocknen betrifft. Aber dazu komme ich gleich. So, nur noch 2 Stück. Hier habe ich noch ziemlich viel Farbe drauf. Werden wir die erstmal los.
wieder hier am Seitenstück. Jetzt habe ich ein bisschen die Haut angepinselt. Wie gesagt, ist nicht schlimm. Vor allem, wenn ich es eilig habe, passiert mir das extrem oft, dass ich einfach die Haut anpinsel. Und selbst wenn ich einfach den Alltag absolviere, dann splittert das einfach ab von der Haut. Also hab da wirklich keine Angst. Ey, ohne Witz, Girls. Probiert mal so in der Luft mit gestreckten Armen die Nägel zu lackieren. Das ist echt die Meisterdisziplin. Es fehlt nicht einfach. Aber das tue ich nicht alles für euch. So, hier ist doch so ein bisschen was an der Ecke. Das kann ich jetzt nicht richtig in der Kamera halten. Supi. Auch der Nagel ist fertig. Es fehlt nur der hier. Der wunderschöne Herzring. Auch hier wieder. Mitte. Außen. Hey Girls, ihr könnt ja weiter Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Arbeitet ihr euch auch von der Mitte nach außen oder von außen zur Mitte? Ich finde von der Mitte nach außen am besten. Aber ihr wisst es ja, wie es beim Schminken, Make-up, Beauty so ist. Jedes Girl macht das was anderes. Was meint ihr, warum es so viele Beauty-Channels auf YouTube gibt? Weil wir Mädchen es einfach lieben, das so zu teilen, wie wir es schon all die Jahre machen. So, jetzt hier noch einmal rein. Und da war ich offscreen tatsächlich die andere Hand, weil im Grunde ändert sich ja nichts. So. Da ist jetzt ein bisschen viel drauf gekommen, aber ist ja nicht schön. Dann hält es auch umso länger. Wunderschön. Ich habe jetzt die andere Hand, aber jetzt kommen wir erstmal zu ein paar Mythen. Wie schaffe ich es denn, dass der Nagellack jetzt schneller trocknet? Da gibt es richtig komische Mythen. Man kann die Hände schütteln. Totaler Quatsch, bringt nichts. Hier gibt es Girls, die geben einen Föhn da dran, damit schneller trocknet. Bringt nichts. Und ich kann euch eins sagen, der Nagellack trocknet extrem schnell. 10 Minuten. Maximal. Dann ist er trocken. Und diese 10 Minuten kann wirklich jedes Mädchen abwarten. Klar, wenn ihr jetzt irgendwie verschlafen habt, so spät aufsteht und dann müsst ihr zur Arbeit, wollt aber natürlich wieder supi aussehen, wie jedes Girl. Und dann wollt ihr die Nägel machen, dann ist natürlich problematisch. Müsst ihr euch wirklich die Zeit nehmen, einkalkulieren und ja. Das ist auf jeden Fall das Resultat. Ohne Topcoat. Ich mache jetzt diese Hand und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Girls, jetzt bin ich fertig und das Resultat können Sie wirklich sehen lassen. Also, das ging natürlich jetzt super schnell. Warum ging das so schnell? Weil ich Ihnen nebenbei erklärt habe, wofür ich das jetzt nicht in dieser Position machen musste. Ich konnte das jetzt einfach zack, zack, zack. Hier zum Beispiel bei dieser wunderschönen Essence-Nagellack steht sogar drauf, 1 minute per nail. Eine Minute, nee, 1 second, glaube ich sogar, ja genau. Und so ungefähr war das. Zack, einmal drauf, nächster. Einmal drauf, nächster. Es geht so schnell, es ist wie beim Schminken. Je öfter man es macht, desto besser und schneller wird man. Irgendwann wird man Speedrunnerin da drin. Deswegen, selbst wenn ich verschlafe, die Nägel kriege ich eigentlich noch hin, wenn ich dann auszusehen, an der Haut mal komme, einmal Hände waschen, weg ist es. Cool. Supi. Ach so, wenn ihr zu lange die Nägel ins heiße Wasser haltet, dann kann es sein, dass die manche Stellen absplittern. Wenn man das dann nachlackiert, sieht das nicht so schön aus, mache ich aber trotzdem manchmal. Okay, jetzt zu der Geschichte Topcoat. Es gibt auch Leute, beziehungsweise es gibt Girls, die tatsächlich auch ein Basecoat benutzen, sprich
Das war die vorher noch drauf, bevor der eigentliche Nagellack kommt. Und dann kommt noch der Topcoat. Das war ich persönlich nicht. Vielleicht soll ich das mal tun. Aber okay. Das hier ist mein Topcoat. Der ist so schön. Der ist so schön. Oh mein Gott. Der hat auch einen wunderschönen Namen, nämlich Party Princess. Weißt du, ich bin eine kleine Prinzessin und das ist einfach pinker Glitzer. Typischer Topcoat, wer sowas. Neutral, einfach nur glänzend. Wie gesagt, Topcoat ist dafür da, dass der Nagel, also der Nagellack länger drauf bleibt. Und das war auch noch ein Topcoat. Forever Strong. Dann habt ihr einfach länger was davon, schützt den Nagellack und es hat noch so einen Glanzeffekt. Aber ich mag einfach fancy Topcoats. So langweilige Topcoats, die einfach nur glänzen, benutze ich für die Fußnägel. Für nichts anderes. Beim Fingern bin ich immer mega pingelig. Da muss alles super aussehen, flawless, ohne Fehler und am besten muss alles funkeln und glitzern. Und dafür kommt er hier. Fun Fact. Jetzt müssen wir natürlich alles nochmal machen. Ich mache das jetzt mal zur Abwechslung an der anderen Hand. Und naja, die andere Hand mache ich dann wieder offscreen. Zeige euch dann das Ergebnis. Einfach auf den Nagellack drauf. Ich hoffe, der wäre jetzt schon trocken, weil ihr müsst eigentlich warten, bis der dann getrocknet ist. Aber hey. Wird schon schief gehen. Und ihr seht, alles glitzert und funkelt. Dieser Nagellack ist so schön. Und das ist mein Signature-Nagellack. Sprich, erst diesen pinken Glitzer und dann noch Party Princess obendrauf. Als Topcoat. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich es gerne girly habe, ausgefallen habe. Das ist genau das, was ich liebe. So, ich gehe jetzt hier nochmal rein, da nicht mehr wirklich viel Glitzer an der Bürste ist. Da war ein bisschen viel, aber hey, lieber zu viel als zu wenig. Ich merke gerade, dass es an der Hand echt schwer ist mit der Kamera. Aber im Grunde genommen ist es wieder das Gleiche. Erst innen anfangen, nach außen arbeiten. Speedrunner ist jetzt mal, sieht da nämlich nicht toll aus. Aber ich werde euch das natürlich anhand der anderen Hand perfekt zeigen. Und ich werde das auch nochmal nacharbeiten. Also kurzer Cut. So Girls, ich bin fertig und das ist das Resultat. Kann sich doch ehrlich sehen lassen. Dafür, dass ich das in dieser schweren Haltung gemacht habe, sieht das doch super aus. Hey, ohne Scheiß. Probiert mal so in Luft die Nägel zu lackieren. Das war ehrlich die Königsdisziplin. Oder eher Königinnendisziplin. Das war wirklich eine Challenge. So, hier noch meine Nägel. Wunderschön. Ich bin super zufrieden. So, Girls. Für euch aber zusammengefasst. Wenn ihr Nägel lackiert, Punkt 1. Seht zu, dass keine Reste mehr bei Nägeln sind. Punkt 2. Behandelt diese vorher mit der Creme. Wenn die Nägel keinen Nagellack mehr haben, cremt die ein, lasst sie 2 Tage ruhen und dann tragt den Nagellack auf. So hält er am längsten. Dann arbeitet ihr von Mitte nach außen und füllt auch die Ecken aus, sodass er keine kahlen Stellen mehr hat. Wie bei mir. Und zu guter Letzt, nachdem ihr Farbe aufgetragen habt, wählt einen Topcoat eurer Wahl. Muss er nicht Glitzer sein. Kann auch ein neutraler sein, der einfach nur den Nagellack schützt und den Nägeln noch einen gewissen Glanz verleiht. Das ist das Wichtigste beim Lackieren der Nägel. Good Girls! Falls ihr irgendwelche Fragen habt zum Nägellackieren, schreibt es unten in die Kommentare und schütteln und so bringt nichts so mit Föhn. Könnt ihr vergessen. Einfach Zeit nehmen.
trocknen lassen. Und dann geht das auch super. So lange dauert das wirklich nicht. Gut. Daumen hoch, falls euch dieses Video gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Mit wunderschönen Fingernägeln. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!